Moin Leute, Trimax hier. Wir reagieren auf Humatras Expedition nach draußen, 24 Stunden, mit der Seven vs. Wild Flasche. Wir hatten schon ein bisschen live drauf reagiert, aber jetzt sind wir hier die Highlights. Und wir wollen obendrauf noch die Tipps von Otto direkt mitnehmen. Wir machen jetzt eine Reaction auf eine Reaction, aber in dem Fall macht es ja absolut Sinn. Ihr habt auch mein neuestes Video gesehen. Das kam jetzt erst online, weil wir so viele Vlogs und noch Content und Updates hatten. Humatra und ich hatten ja hier Beef wegen der Hütte, Sam vs. Wild, das Bauprojekt. Da haben wir uns richtig Jahre bekommen. Also Humatra war da richtig sauer. Der will ja so eine riesen Blockhütte hinbauen. Habe ich auch Bock, also Riesenziele hinzumachen, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen oder ob wir direkt da hingehen sollten. War auch viel in den Kommentaren, hey, macht erstmal was Kleines und baut es dann größer, auch wegen der Energie. Aber Motivation ist bei uns komplett. Gerade jetzt mit dem neuesten Duo, was noch angekündigt wurde, da reagieren wir auch noch drauf. Wir wollen die 14 Tage schaffen, wir wollen da was bauen, was in der Erinnerung bleibt. Komme, was wolle. Wir gehen rein ins Video. Halt anschauen, 24 Stunden mit Seven vs. Waldflasche von Romatra tatsächlich. Das checken wir jetzt mal ab, wie der sich schlägt. Nee, das wollte er, glaube ich, nicht, dass ich hier reinfahre. Was mache ich jetzt? Ich rufe ihn mal kurz an. Und ich weiß, bei wem er ist. Guten Tag. Wir sind verbunden. Kein Empfang. Kamera rüber. Oh ja. Ach du Mann. Junge, die Kamera explodiert gleich. Ey, so war ich oft Pizza ausliefern damals. Wo irgendwelche Leute auf einem übertriebenen Dorf irgendwo hinbestellen. Navi lotst mich durch solche Straßen. Vollkatastrophe. Und dann hat es noch geregnet und da waren richtig tiefe Pfützen. Und ich habe das Lieferauto teilweise die komplette Motorhaube unter Wasser gesetzt. Albtraum. Er hat da übertrieben eine Psychose, vollen psychischen Schaden bekommen von so welchen Waldwegen mit dem Auto. Wir stehen hier gerade und warten darauf, dass uns unser Autotrainer abholt. Da wir aber schon eine Stunde zu spät sind. Wegen jemand hinter der Kamera. Ich weiß nicht, ob der uns nicht vielleicht einfach aufgegeben hat. Vielleicht hat der Mann uns einfach aufgegeben. Das andere Messer ist in der Alufolle drin. Bin ich mal gespannt. Ich auch. Also wir müssen ein bisschen langsamer laufen, weil mein Fuß noch gebrochen ist. Ey, Romatras Fuß ist noch gebrochen. Da geht's doch schon los. Heilt das so schnell? Der hat sich seinen fucking Fuß gebrochen und eine Sehne ist so ein bisschen mit abgerissen. Der ist nur zu einer Hausärztin gegangen, hat das Röntgen lassen. Nur Röntgen. Kein MRT oder Ultraschall oder irgendwas. Und sie hat gesagt, ja, das müsste so von selbst heilen. Und jetzt humpelt der seit 2 Monaten und das wird nicht besser. Der hat das nicht checken lassen. Das ist nämlich der liebe Outdoor-Sven. Wie viel Mann sind wir denn? Hier ist erste potenzielle Beinbruchgefahr. Einbruchgefahr direkt. Scheiße. Again. Den Grill haben sie mitgenommen. Jawohl, jawohl, jawohl. Hallo, sieht man uns? Wie ist die Qualität? Wie ist der Sound? Das müsst ihr kurz gegenchecken, aber sollte eigentlich passen. Wir haben erstens Probleme mit der Bahn gehabt. Da hat es mein Kameramann verschallert. Der ist dann irgendwo in Siegburg rausgekommen. Und dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen technische Schwierigkeiten gehabt, weil wir wollen ja wirklich 24 Stunden live sein. Am besten halt bis morgen. Das ist der... Ich habe für unsere Vorbereitungsstreams, da könnt ihr mal ganz doll ein Abo dalassen. Ich habe 3-mal einen Router bestellt für 1000 Euro. Eine Powerbank, die das ganze Setup laden kann für 700 Euro. Ich werde mir sogar einen fucking Solarpanel bestellen, damit wir die Powerbank wieder laden können da draußen. Richtig teuer. Richtig teuer, aber wir wollen da auch mehr, gerne mehr als einen Tag Vorbereitung. Ich will irgendwie mal 2 Tage, dann nochmal 2 Tage, nochmal 1 Tag. Immer wieder Shelterbau, immer wieder Material beschaffen, immer besser werden, schneller Feuer, besser und schneller an Wasser rankommen, richtig oft üben. Sven, hi. Hi, ich bin der Outdoor-Sven. Ich werde dich jetzt ein bisschen hier im Wald unterstützen und dich hier üben lassen, damit du auf jeden Fall gut vorbereitet in den Urwald da oder Wald nach Alaska kommst, Kanada. Je nachdem, wo es dann hingeht. Ja, geil. Vielen, vielen Dank. Das ist Check ihn aus auf Instagram und YouTube, ne? Genau. Deine Main-Plattform. Also das ist das Experiment für heute. Ich probiere mal einfach wirklich nur mit dieser Flasche heute auszukommen. Ich muss ja sagen, das finde ich klasse tatsächlich, dass die sich da so mit beschäftigen. Und auch, also das Team Max und Romata sind, glaube ich, sehr motiviert. Was da drin ist, schauen wir uns jetzt nochmal genauer. Das stimmt, das stimmt. Wir können nur Angst haben, dass man zu motiviert ist. Das könnte uns ein bisschen mies in die Karten spielen. Das hat noch reingepasst von gestern. Hat ein bisschen hier oben zerdellt. Ja. Aber hat noch reingepasst, das Multitool in die Flasche. Ist super, Multitool. Mein Blech zum Wasser abkochen. Ist jetzt nicht mit rausgekommen. Das Blech fand ich bisher eine gute Idee. Mein Messer. Ja, das Messer, da habe ich dich da nach Böker geschickt. Ja, ne? Da auch Big Shoutouts an Böker. Die haben das jetzt alles mal, also die haben uns die Messer gestellt zum Ausprobieren und so. Genau. Mega geil. Das ist halt ein vernünftiger Stahl. Gut, auf deinem Messer wird noch einen Tacken besser werden, ja. Der Stahl. Ne? Aber wenigstens auch ein Fulltang, also durchgehende Klinge. Ein bisschen kopflastig, dass er vielleicht ein bisschen hacken kann, weil ihr wisst, es muss immer in die Flasche passen. Und desto kleiner das Messer ist, desto leider
desto kleiner wird auch die... Ich habe so Angst vor dem Messer, ne? Gott, oh Gott, oh Gott. Klinge, du wirst heute noch einiges damit machen. Heute werde ich noch einiges damit machen. Mir hoffentlich nicht in die Finger schneiden, ne? Ist quasi genau gleich lang und passt perfekt in die Flasche rein gerade. Hier kann man auch noch mehr mitnehmen. Also ich denke davon, das könnte ich noch... Bin ich sehr gespannt. Ich finde es schon echt cool, dass der da sich so mit beschäftigt. Nochmal zwei Lagen drumherum. Das würde gar keinen Platz wegnehmen. Gucken wir, wie viel wir abkochen können. Ich schätze mal so 5... Romatra, jetzt schon geiler Content. Der Luft- und Raumfahrttechniker holt da irgendwelche Sachen, die sonst ins Weltall geschickt werden. Materialien. Will seinen Kochtopf selber bauen. Hat einen 3D-Drucker und will da was machen. Das ist geil. 100 Milliliter sollte ich damit abkochen können. Wenn nicht sogar mehr. Und im Notfall kannst du ja auch in der Flasche abkochen. Genau, und im Notfall nutzen wir die Flasche. Hier haben wir ein bisschen, ich habe das gestern angefangen aufzuwickeln. Ja. Da habe ich gedacht, ich habe keinen Bock mehr. Seht, guckt euch an, Leute, Chat, da passt eigentlich noch deutlich mehr drumherum. Dann das Teil, was du wirklich abfragst, weil es so schwierig rein und rauszuholen ist. Nur aufpassen, weil wie gesagt, die ist scharf, da kannst du die halt auch mit schneiden, ne? Wenn die so reingreifen. Oh, wir werden uns so, Mann, ey, Romatra wird sich so schneiden und ich kann nichts tun. Ich kann nichts dagegen tun, dass sich Romatra schneiden wird. Ich habe ihm schon 10-mal gesagt, er soll aufpassen, aber er wird sich schneiden. Es ist unabdingbar, dass sich Romatra schneiden wird. Wenn sich irgendeiner schneidet mit dem Messer oder der Säge, ist es Romatra. Mann, ey. Oder so. Deswegen immer andersrum packen. Ja. Und gut weglegen. Andersrum packen. Hier immer. Ach so. Ich hab's gerade alle. Er sagt gerade, ich pack direkt. Er wird Handschuhe dabei haben, ja. Er wird Handschuhe dabei haben. An die Schneide. Korrekt. So, was haben wir noch? Wir haben noch das kleine Säge. Das ist kein Opinel. Sieht sehr massiv aus, hat eine vernünftige Säge vorne dran. Der Schliff ist ganz gut. Also da sollte man schon mal wegkriegen. Ne? Wollt ihr das probieren? Hab ich noch nie gesägt. Dann nimm dir lieber den Stein nicht und drunter. Er hat noch nie gesägt und sägt direkt mit der Säge in den Sandboden rein, dass sie nach dem ersten Säge stumpf ist. Und stell ich mit dem Fuß drauf, weil so wackelt das Ganze. Ja, so wackelt das Ganze. Machen wir gleich, wir gehen erstmal weiter durch. Und dann noch ein bisschen Panzertape. Panzertape kann man immer mal gebrauchen, Tabloch flicken oder was anderes. Ne? Ja, das Einzige vielleicht nur ist, man könnte ein bisschen Platz sparen, da mal vielleicht die Klinge vom Messer damit umwickeln und das hinterher einfach abwickeln, wenn man das Messer rausgenommen hat, dann braucht es nicht so als zusätzliches Knäuel, hat wieder ein bisschen Platz gewonnen in seiner Flasche. Genau. Und das ist all mein Stuff. Alles, was ich jetzt so als essentiell finde. Und ich habe halt lieber die essentiellen Sachen dick dabei, anstatt viel so Schnickschnack, habe ich mir gedacht. Hä? Das habe ich mir gedacht. Ich musste Romatra übel von Schnickschnack abwehren. Der will irgendwie ein Fischernetz mitnehmen, eine Zahnbürste, Shampoo, so Seife für Natur, Zahnpasta. Er wollte unglaublich viel Schnickschnack mitnehmen. Wäre jetzt so mein Ding gewesen. Lieber ein festes Messer, anstatt irgendwie so ein kleines, zerkruscheltes Messer, aber dafür dann noch so ein Tuch, was im Wasser aufgeht oder so. Also, er wollte das mitnehmen. Ich habe ihn davon abgehalten. Okay. Aber jetzt ziehen wir am gleichen Strang. Jetzt haben wir die gleiche Taktik. Jetzt ist doch gut. Lieber von den essentiellen Sachen mehr und besser mitnehmen, als noch viel so komische Sachen. Brauche ich persönlich jetzt nicht ein Tuch, was im Wasser aufgeht. So, ich werde jetzt erstmal probieren, aus diesem Stahl hier ein Gefäß zu formen. Da bin ich mal gespannt, ja. Ein Gefäß zu formen und ich habe einen Plan. Auf jeder Seite circa gleich viel mit irgendwas abmessen. Ich würde jetzt hier das B nehmen und dann einfach irgendwie so ein Obi-Placement markieren. Geht das Messer kaputt, wenn ich direkt erste Frage, geht das Messer kaputt, wenn ich hier jetzt so ein bisschen nein. Okay, ne? So, damit mache ich dem Messer kein Damage. Nein, andere Frage, willst du da also jetzt ein eckiges Gefäß machen? Ich würde ein eckiges Gefäß machen. Achso, ja, das wollte ich nur wissen. Im Moment bin ich auch leider auf mich alleine gestellt, weil mein Seven in the Wilds Partner chillt gerade in New York. Könnte schwierig werden, dass du die mit... Jo, was soll das? Ich chill in New York. New York stand ein Jahr vorher fest, bevor Seven vs. Wild. Ich hätte hier nicht abdüsen können. Waren richtig viele sauer über eine Kommentare. Oh, Trimax, nimm das nicht ernst, der chillt in New York. Die ganze Reise kostet irgendwie 90 oder 100.000 Euro. Die kann ich ja nicht einfach abbrechen. Das ist ja alles bezahlt. Ich komm morgen nach Hause. Das macht die Leute so sauer. Genau, deswegen fällt das auch gleich wieder zurück, ne? Zurück, genau. In der Seite auch mit derselben... Man merkt ja einfach zwei Finger breit. Mit derselben Höhe markieren und auch hier hochklappen. Das Coole ist, Romatra ist ja, glaube ich, Luftfahrtingenieur. Kann das sein? Ich glaube, der ist ganz fit im Kopf, was sowas angeht hier. Materialien, gut, ich weiß nicht, was das jetzt mit Werkeln... So, dann würde ich hier so die Geschenkverpackungsstrategie benutzen, ne? Es muss nicht schön sein, es muss nur funktionieren, ne? Das sieht schon deutlich besser aus als in meiner ersten Variante. Es nimmt schon Form an, so ein bisschen backblechmäßig. Es nimmt so ein bisschen backblechmäßig an, das ist jetzt die Form, die wir haben. Ich hätte es vielleicht ein bisschen höher noch machen können an den Seiten. Ja, du hast ja noch Zeit zum Probieren. Genau, ich habe noch ein paar mehr Bleche davon gekauft. Boah, mit Handschuhen ist das schon viel angenehmer. Ich habe das zum ersten Mal ohne Handschuhe gemacht, ne? Ja gut, wenn ich so scharfe Kanten sehe, ziehe ich einen Handschuh an. Immer Handschuhe. Ich überlege gerade, glaubst du, das passt schon für so 500 Milliliter? Oder denkst du, das ist zu wenig? Ich könnte es nochmal falten und ein bisschen höher machen. Nein, du verlierst ja dann nur Grundfläche. Ich verliere dann Fläche, die Innenfläche bleibt ja gleich. Egal, ob du jetzt hoch und runter faltest. Also, ne, die Innenfläche bleibt immer gleich im Grunde genommen. Das stimmt. Das wäre mein Blech jetzt, Chat.
Finde ich gut. Gar nicht so schlecht, glaube ich. Bin mal gespannt, was die Praxis sagt. Jetzt seht ihr was in dem Kochtopf oder seht ihr es circa, was hier passiert? Ist es greifbar für euch, was passiert? Dieses Blech hier drauf einfach. Dann nehmen wir Wasser. Wir tun jetzt einfach mal so, als hätten wir das Wasser aus dem Fluss geholt. So, den Part sparen wir uns. Füll erstmal in deine Flasche, guck mal, wie viel reingeht. Dann siehst du ja, wie viel Wasser. Sprudelwasser? Ist egal, oder? Ist egal. Dass man das abschätzen kann, zum Beispiel, wenn man einen Foodpack oder so macht, ja. keine Markierung drauf ist, wie viel Wasser reinkommt. So, das sind jetzt 500 Milliliter Wasser und wir schauen mal, gucken wir, ob die da reinpassen. Aber eigentlich ohne Probleme. Das sieht schon gut aus. Sauber. Also ich würde jetzt sagen, es. Finde ich gut Behälter. Kann man komplett in Kupfer immer wieder abkochen, auch auf 300 Grad Kupfer erhitzen und immer wieder draus trinken? Ist das gesundheitlich unbedenklich? Ich habe keine Ahnung, ob Kupfer ist. Ich habe nie aus einer Kupfertasse getrunken. Muss ja wahrscheinlich. Als ob unsere Martha direkt am ersten Tag vergiftet. Kupfer easy. Volles Rohr in die Flamme, Wasser kocht. Immer und immer wieder Kupfer kannst du trinken. Desinfiziert sogar. Okay, gut. Nehmen wir. Ich weiß aber nicht, ob das besser ist. Oder dieses Titanrohr von Niklas on Fire, wo das schon fertig ist. Das müssen wir noch bauen. Wenn hier irgendwie ein Riss kommt oder wir legen das falsch ab und da ist ein spitzer... Ich hab's jetzt nicht in der Hand gehabt, ne? Aber das Ding ist natürlich anfälliger, kaputt zu gehen als dieses Titanrohr. Aber hier passt natürlich mehr rein und ihr könnt noch mehr Folie mitnehmen. Passen vielleicht sogar 600 rein. Also wir einfach mal testen, ja, was so geht. Ja, aber wegen Abkochen lieber 500 lassen. Und nochmal, dieses Blech können wir auch nochmal doppelt so groß mitnehmen. Okay, doppelt so groß ist schon krass. Oder davon zwei? Wir testen können, ist, ob das 14 Tage hält. Kann sein, dass es jetzt schon knapp wird. Boah, also jetzt sind wir hier an der Kante. 700 Milliliter Wasser in diesem Blech. Was wirklich nicht gar schlecht. Keinen Platz weggenommen hat. Ja, das war ist quasi nur die... rundherum dicht. Ja. Tropft nicht und das ist alles trocken. Daneben geschüttet hat er auch nichts. Dann machen wir jetzt mal vorsichtig an. Leute, wie gesagt. Da passen jetzt schon 700 Milliliter rein, bei Niklas 390. Das stimmt. Man könnte ja aber noch in das Titanrohr auch wieder das Kupferblech reinpacken und reinrollen, ne? Hätte man sogar beides, theoretisch. Kein offenes Feuer bei dem Wetter im Wald. Richtig, also Outdoor Sven, wie gesagt, kenne ich, war auch schon bei ihm im Gebiet tatsächlich gewesen. Ist nicht so weit weg von mir. Hat da wirklich Ahnung von dem, was er tut, kann man nur so, kann man wirklich sagen. War jetzt beim Bund jetzt zwar nicht so in meinen Sphären an Einheiten unterwegs, aber beschäftigt sich sehr viel mit Outdoor und. Und ich finde es gut. Waldbrandgefahr, Feuerschale, Gaskocher reingestellt. Also wirklich. Ich will mit allen trainieren. Mit allen. Ich will mit Otto, dass er uns ausbildet. Nochmal mit Sven, mit Niklas on Fire, mit den Naturensöhnen. Ich habe noch einen Angelprofi. Wir brauchen einen Trainerstab von 10 Leuten, die uns fit machen für Sven vs. Wild. Zur Nummer Sicherheit, wahrscheinlich Wasser daneben. Gut, bei Gas kann jetzt nicht so viel passieren, aber finde ich gut. Deswegen nur den kleinen Koch. So viel Stress wird das Blech bei uns nicht erfahren, ne? Nee, also das ich Blech wird nicht über einem offenen genau. So nah an dem Gasgrill sein. Das ist wirklich. Es ist natürlich die Frage, hält das 14 Tage? Was für Abnutzungserscheinungen habe ich? Aber je nachdem, wie dick das Blech ist, und ich denke mal, er wird sich damit auskennen. Und er sagt ja auch schon, ja, die Hitze unter so einem Gaskocher direkt darunter ist natürlich viel höher als über dem Feuer. Und ich kann es ja auch anders. Muss ich ja nicht so voll einfach in die Glut reinstecken. Richtig viel Stress für das Blech gerade. Also ich würde das im Grunde wirklich entweder auf heiße Steine nehmen, bis es kocht. Ja, wir müssen den Test nochmal machen, wenn wir wirklich ein Feuer haben und nicht so einen perfekten Gasgrill. Wir haben hier einen Kameramann, das ist Tim übrigens. Alle mal Tiger Clown in Chat. Und jetzt siehst du halt, wie das schön kocht. Ne? Stimmt, sind die Wälder, ich weiß nicht, wie machen wir das in Kanada oder Alaska, wenn die Wälder da auch trocken sind? Wir sind doch dann auch super in Gefahr, da einfach einen Waldbrand auszulösen. Also ich kenne die Gesetzeslage da unten nicht. Okay. Ne? Ich glaube, da wird sich das Orga-Team von Sven vs. Wild drum kümmern müssen, was ihr an Genehmigungen kriegt, was nicht. Aber ihr geht ja Richtung Herbst, denke ich mal, auch dahin. Und dann habt ihr wahrscheinlich eher auch so die Regensaison. Okay. Also ich glaube, ich mache jetzt mal aus. Ja, das kocht. Das ist am Kochen, das Wasser. Das könnt ihr mir jetzt glauben oder bleiben lassen. Ne? Das kocht voll. Richtig. Und okay, schöne Variante. Das jetzt erstmal ein bisschen. Und... Finde ich geil. Hat bisher auch noch kein anderer. Kupferblech bisher gut. Das Ding noch deutlich größer, dass da ein Liter reinpasst. Sick. Du lässt halt abkühlen, weil da raustrinken wirst du auch nicht können. Nehmen wir an, ich würde es jetzt gerne schon. Jetzt schon vom gerne. Feuer, nee, vom Feuer stellen. Vom Feuer stellen. Weil ich kann ja später nicht einfach das Feuer ausschalten. Nein, ne? Nein. Jetzt in dieser Situation würdest du dir zwei lange Hölzer suchen, rechts und links runtergehen und das so versuchen runterzunehmen. Dabei werden wir so oft was verschütten. Findest du die Blechlösung? Oder halt ein bisschen Draht und versuchen hier oben Löcher reinzumachen. Deswegen habe ich bei mir beim Pickpot auch ein Draht. Ich habe den Enkel abgemacht, einfach weil Draht oben gar nicht mehr warm ist. Sobald das irgendwie aus ist, also von der Leitfähigkeit, hier so Drahtlaschen an beiden Seiten, dann kannst du es tatsächlich gut runternehmen. Ich glaube, das geht auch. Also ich hatte persönlich nicht an Blech gedacht. Ja. Ich wäre wahrscheinlich so oldschool gewesen, hätte mir echt so eine Holzschale irgendwo geschnitzt und ausgebrannt, und hätte dann da heiße Steine reingeschmissen und ausgekocht.
oder wie gesagt direkt mit dem heißen Stein in der Flasche selbst. Okay. Weil solange die mit Wasser gefüllt ist, verformt die sich nicht und schmilzt nicht. Ja. Ne? Man muss halt echt drauf aufpassen. Ja. Du packst es genau über Eck, genau so. Ich finde die Variante tatsächlich wirklich smart. Man muss natürlich überlegen, vielleicht würde ich mit ein paar Blechdingern noch testen, welche Formen machen noch Sinn. Wenn ich jetzt was Kreisrundes nehme, dann kann ich das ja auch wie so ein, nicht ganz jetzt wie so eine Flasche, aber noch anders formen. Wisst ihr, was ich meine? Dann brauche ich das nicht eckig machen und verliere da vielleicht ein bisschen Material. Vielleicht sollte einfach, oder funktioniert das nicht? Kreisrund, Stein in die Mitte und um diesen Stein zu sagen, rumfalten, Stein wieder rausnehmen und dann müsste das auch gar nicht so schlecht sein, oder? Niklas und Fai haben uns auch angeschaut, das Ganze. Fand ich auch gut mit diesem Röhrchen. Da gehen auch 300 Milliliter rein. Das Gute, wenn man Feuer hat, man kann ja, ja, bleibt mal ein bisschen, man hat ja Zeit. Die hier ist halt echt, genau, wie lange hält das? Ist die Frage, wie dick ist das Material? Wenn ich hier mit vorsichtig... Boah, wenn uns das Ding irgendwie am fünften Tag wegbrennt oder ein Loch reinbrennt oder sowas, dann bin ich ja komplett gebrochen. Hält das 14 Tage, aber ich finde die Variante sauberer zu machen, als jetzt, was natürlich geht, ausgehöhlte Sachen nehmen und Stein reinlegen oder heißen Stein in die Flasche rein. Also finde ich das auf jeden Fall eine sauberere Variante. So, mit der Ecke schön. Ein Zylinder oder Kegel, ja. Jetzt habe ich viel verloren, ne? Obwohl... Übung macht den Meister. Ne, du hast 200 Milliliter, ja nicht mal 200 verloren, ne? Sag mal. Wir sind noch bei über 400. Circa 400-500 Milliliter abgekochtes Wasser. Wie gesagt, in der Regensaison ist man sich wahrscheinlich freuen, ein bisschen warmes Wasser zu trinken, ne? Was würdest du sagen, machen wir als erstes, wenn wir ankommen? So, wenn ihr früh morgens ankommt, der verletzt sich heute nicht. Würde ich vielleicht erstmal mir Wasser besorgen, dann mich das erkunden ein bisschen, ja, was natürlich zur Wassergewinnung auch dazu zählt. Hat Fritz auch schon gesagt, nicht direkt anfangen zu bauen, sondern erstmal ein bisschen erkunden. Ich glaube, so eine Stunde erkunden, verlierst du zwar Energie und musst viel rumlaufen, aber da einen guten Spot oder wenn du einen Spot findest, wo schon unglaublich viele Äste oder zwei, drei umgefallene Bäume da rumliegen, kann einem das auch im Nachhinein wieder viel sparen. Hast du eine Quelle oder sowas, wenn du das filtern wollt, dann würde ich auf jeden Fall meinen Unterschlupf bauen, dass falls es vielleicht nochmal anfängt zu regnen oder so, meine ganze Ausrüstung im Trocknen ist. Ja. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr durchnässt seid, die Ausrüstung nass ist. Ja. Direkt bei der Aussetzung Regen ist die allergrößte Gefahr. Ja, okay, check. Dann ist vorbei. Schreibt der Check gerade, das Gute an Kupfer ist auch, dass es auf Bakterien durch die negativ geladenen Ionen des Kupfers desinfizierend wirkt. Ist das so? Gut, wenn es abkochst, ist ja eh schon so gut wie... Safe das Ganze, aber wenn das nochmal on top kommt, warum nicht? So, der Gaskocher hat ca. 3000 Grad, mit Holz kommt man auf 1100. Daher sollte es halten. Ich denke auch, dass das hält. Kupfer, selbst dünne Kupferbleche, Räucherhaken sind auch... Wenn, dann wird es doch schneien, oder nicht? Das wird nicht schneien. Also ich weiß jetzt diese Location nicht genau, aber es wird auf keinen Fall schneien. Aus dünnem Blech und Räucherhaken bei Fisch sind gut, es ist bei Heißräuchern nicht so heiß wie beim Feuer, nicht bei 1000 Grad. Halten aber auch Ewigkeiten. Also ich könnte mir vorstellen, dass das gut hält. Ich würde tatsächlich bei der Form nochmal überlegen, was für Blech... Arten kann ich nehmen, was forme ich daraus, was am schlausten ist. Kurz Zustand des Bleches überprüfen. Unten extrem angebrannt, Chat. Ist ein bisschen oxidiert. Es ist halt ein bisschen, ist ein bisschen oxidiert. So wird das Blech nicht attackiert. So das Blech wird nicht so attackiert, wenn wir unterwegs sind, Chat. Wie viel wiegt das? Ich habe noch nie so einen Stamm. Der geht. Ist ja nicht so lang. Ja. Und trocken auch. Ne? Immer dran denken, nicht durch den Dreck ziehen. Auch davon wird die stumpf. Ja. Muss zwei Wochen halten. Ja. Sehen die das jetzt so? Chat, seht ihr? Oder musst du vielleicht... Das ist zu zweit aber viel, 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 viel einfacher als alleine. Chat, seht ihr das? Wie sollen die dir antworten? Ja, wie sollen sie mir antworten? Geh mal hier ein bisschen... Boah. Also sie arbeitet sich rein. Schönen Arbeit. Ist mal was von einem schön abgekocht. Oh Junge, er ist ein bisschen abgekocht. Guck, wichtig, dass wir es am Anfang gemacht haben. Unterschätzt war... Ja, also den Baumstamm habe ich unterschätzt. Ich glaube einfach... Zu zweit geht das ganz schnell. Einfach nur, dass es für dich so anstrengend war, weil guck mal hier, du hast schräg gesägt. Ich habe echt schräg gesägt. Du hast dadurch verkantet. Genau. Wenn du die Säge jetzt senkrecht nehmen und so ziehen und ich die zwischen den Beinen so gerade einklemme, ohne zu verkanten. Ja, du bist durch. Jetzt kannst du einmal drauf treten, das Ding ist nicht. Tritt drauf. Ja. Und das ist schon ordentlich verstanden. Mann, gut. Leute. Weichholz, Fichte. Easy mal einen Clap für Sven in Chat. Wow, Chat. Wow. Was darf ich auf gar keinen? Was sind Verbote, die du mir jetzt hier gibst? Du hast ohne Ende Material so rumliegen. Du brauchst also nichts irgendwo abhacken oder sägen. Ne? Weil du siehst selber, du hast extrem viel. Ja. Na, wahrscheinlich mehr sogar teilweise, als die Leute treffen, was weiter. Das war das einfachste Holz, das es zum Sägen gibt. Ja, Totholz und die Baumart, das war wirklich... Eins? Ja. Ich glaube, bei denen war das schnell, dass auch Feuerholz und so Totholz und so zu Ende ging. Okay. Du hast Wasser da unten. Mhm. Du hast schon Wasser abgekocht. Mhm. Du hast eine sichere Feuerstelle hier mit dem Gaskocher, weißt, wie es funktioniert. Ja.
Und der Rest ist halt dir überlassen, wie du mit deinem Bauen zurechtkommst. Ach, der will alleine das jetzt alles machen, obwohl er keine Ahnung hat. Okay. Okay. Genieß die Stille, lass dich ein bisschen davon inspirieren. Vielleicht fällt dir auch was ganz Tolles ein oder du sagst, du baust dir was ganz anderes für deine Flasche noch rein. Ja. Weil du einfach sagst, das ist nicht so gut, wie es dir vorgestellt hast. Romatra vorher nicht zum Friseur, er hat doch locker Insekten in seinen Haaren versteckt. Der war das letzte Mal im Friseur beim Boxkampf, als er sie komplett kurz geschoren hat. Das ist ja auch schon wieder 1,5 Jahre her. Einfach von fast Glatze zu das, ohne einmal zum Friseur zu gehen. Genau. Na, wir sehen uns morgen früh. Ich habe mir gestern den Plan zurechtgelegt, den werde ich jetzt verfolgen. Wenn wir einen Tarp verbrennen, dann... Finde ich cool von ihm. So, dann haben wir einen Tarp kaputt gemacht. Das ist das Tarp, was wir dabei haben. Ist schon gut groß, ne? Wie viel sind das? Das sind die 2,10 Meter Fett. Kim seine Outdoor-Boots, ja, Kim hat keine Outdoor-Boots. Die Survival-Vans, wir suchen jetzt mal einen Stock, so Länge 1,60 Meter. Ich bringe ihn dann gleich her und wir werden ihn dann auch absägen. Ich finde das sehr... Die Qualität vom Video ist so mies leider. Es ist ein Stream irgendwo im Wald. Das ist überhaupt ein Wunder, dass er das streamen konnte. Ja, sehr cool, wie der das macht. Dass er einfach sagt, ey, ich will das selber ausprobieren, geh da raus, bastel ein bisschen was. Finde ich cool, vor allem ist das erste richtige Vorbereitungsvideo, was wir bis jetzt sehen, oder? Also ich finde, mir ist noch kein anderes aufgefallen. Das Ding ist ja massiv, ne? Aber das können wir vielleicht später noch benutzen. So, zwischen hier und dem Baum will ich meinen Tarp spannen. Ich weiß nicht, wie sehr ich hier in den Boden reinbuddeln darf. So, jetzt brauchen wir noch einen längeren Stock. Tarp. Als ob da irgendjemand meckert, wenn er da im Wald 5 cm in den Boden reinbuddelt. Der ist halt sehr alt, ne? Noch einen Stock gefunden. Messer 1,80 hier. Warte, wie rum wollte ich es machen? Ich muss es kurz nachdenken, Chat. Ich bin halt so verloren in dem Wald, ne? Romatra muss auf jeden Fall Schuhe anziehen, die über seinen Knöchel gehen und den stabilisieren. Der läuft da mit einem gebrochenen Fuß rum, vom Umknicken. Ich würde tatsächlich wirklich sagen, ich nehme jetzt auch die Rolle. Ihr könnt jetzt sagen, ja, du hast jetzt nicht nur aus der Flasche gelebt, aber habe ich nur gemacht, weil ich einfach den Scheiß nicht gut aufgerollt habe. Das ist ein Learning, ich will jetzt nicht diesen ganzen Stream sabotieren. Nächstes Mal weiß ich es besser, Leute. Ich muss mir selber was beweisen, nicht euch. Aber bin ich froh, dass das hier so gut hält, ne? Also, ich bin stolz auf diese Verbindung, Leute. Oder gegenlegen erstmal? Ja, ist in Ordnung. Ah, will ein A-Frame bauen oder so? Jetzt mal aus. Du bist zu weit? Na, das ist jetzt passiert. Jetzt muss ich es nur noch... Ist egal, guck mal, hier an der Stelle hält's. Ist das Wichtige. Das ist egal, was da passiert. Scheiß drauf. So sah Romatra das aus? Tada! Ah, scheiße. Aber guck mal, wie stabil. Ich kann das noch ein paar Mal umschmeißen. Ist egal, ich stell's einfach wieder auf. Drei beim Bauen verhindern, wie mache ich das? Ihr schreibt gerade, ne, steirer Kraft, Ausrüstungsdisziplin war beim Arctic Warrior auch so lala bei manchen. Ja, allerdings, da ist ja wohl ein Messer abhanden gekommen. Ich will kein Dreibein bauen. Normalerweise könnte man das auch locker ein bisschen in den Boden reinhämmern. So geht da nichts hin. Gar nichts getan, was macht der da? Das Knochen hat so nicht. Muss das einmal gemacht haben. Boah, das ist geil, dass Romatra da einmal war. Das ist schon Arschritze. Scheiße, jetzt ist die Schnur gerissen. Und nicht nur die Schnur ist gerissen, auch mein morscher Baumstamm ist kaputt gegangen, ne? Es war das Einzige, wo ich heute stolz drauf war, es ist abgebrochen. So ein Scheiß, Alter. So, mein erster Versuch ohne so ein Gestell hat nicht funktioniert. Hier habe ich so ein Gestell gebaut. Ja, ist doch viel geiler. Ist doch ganz schnell gebaut, 1000-fach stabiler. Aber unglaublich doll zu viel Schnur benutzt, ne? Oder wie viel Schnur werden wir haben? Ist das diese Dyneema-Angelschnur-Rolle? Sehr solide und fest. Wenn der Schlag hält, dann hält's auch generell. So. Für 50 Subgifts lehne ich mich oben drauf. Ich finde Holzbearbeiten extrem befriedigend, Fett. Es macht mir so viel Spaß, das wie cool ist er denn bitte? Einfach, Alter. Guck mal, so ein A-Frame ist doch viel geiler und so free, der ist so easy gemacht. Du kannst ja teilweise selber machen, wenn du einen Ast hast mit einer Astgabelung drin, dass du die einfach ineinander verkantest. Jawohl. So ein Handkettensägen-Enjoyer geworden, Chef. Nimmst du einen Spaltmeißel mit? Nee, das, was ich jetzt gemacht habe, hat auch wunderbar ohne Spaltmeißel funktioniert. Ich glaube, dickeres Holz werden wir nicht benutzen. Boom. Am liebsten hätte ich halt noch einen Baum, ne? Ich höre, wenn ich das Ding jetzt hier... Und man darf nicht vergessen, er macht das alles alleine ohne Hilfe und die sind ja zu zweit. Mhm. Und zu zweit kippt ihr das nicht so leicht um. Einer macht da, hier, stellt das X auf quasi, der andere legt den Baumstamm oben drauf. Also alleine passiert da nicht so viel. Ja, einfach noch einen Baum machen könnte. Diese Äste mit der Baut sind relativ morsch, aber da sind sie auch super einfach und leicht zu brechen und in Form zu bringen. Wir müssen aber halt halten. Dann wäre halt GG. Könnt ihr zu diesen zwei Bäumen umsteigen, Chat? Wäre auch eine Option und würde nicht lange dauern. Weil ich müsste eigentlich nur hier lösen und da drüben anbringen. Vielleicht kleine Umbaumaßnahme. Boah, aber dieses Scheißvieh, was hier um meinen
und mein Kopf rumfliegt, fuckt mich mies ab, Alter. Was ist es? Was will es von mir? Nimm das nicht auf, Alter. Wir nehmen jetzt Panzertape, kleben mit dem Panzertape einzelne Stücken der Folie des Tapes ab, machen dann ein Loch rein, damit das Loch nicht sich weiter reißt und damit binden wir dann die Folie an den Stamm fest. Das ist geil. Oh Mann. Ich meinte gerade einer, wenn Ast drauf fällt, dann ist tot, ne? Aber wenn Ast drauf fällt, ist jede Folie am Arsch. Ich glaube, keine Folie, die da in unsere Flasche passt, reißt nicht, wenn ein Ast drauf fällt. Sag ich. Komm, Kim, lohnt Wasser aus. Okay, erstmal warten. Oder haben wir noch Wasser dabei? Ja, das ist wahrscheinlich. Also, ich. Müssen wir damit mal testen. Klar, eine Rettungsfolie ist super klein, passt auf jeden Fall in die Flasche, wahrscheinlich auch zwei oder drei davon. Die Frage ist, wenn es richtig prasselt. Ich glaube, ich würde es erst alles, was geht, mit Naturmaterial machen und wenn überhaupt, dann die Folie oben drüber und so. Ja, 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 das sehe ich auch! Ja, geil! Ja, jetzt haben wir es nochmal von Otto. Das gibt mir Rücken, wenn ich Umatra das nächste Mal wieder das Ding pitche. Ich will zuerst da ganz viele Stöcker hinlegen, dann bestenfalls noch Blätter oder Moos drauf und darauf dann die Folie, weil dann kann sie nicht reißen. Dann trägt sie kein direktes Gewicht, ist nicht direkt dem Wind ausgesetzt, Regen kann abfließen, es ist stabiler, weil wenn uns das Ding reißt, tropft's rein. Rücken von Otto immer gut, ja. So leicht beschweren, dass sie bloß nicht durchgestochen wird, aber nur die Folie. Bei Regen, bei Wind, das wird auf jeden Fall sich lösen. Alles Wasser, was wir noch haben, dann wirst auch du jetzt abgekochtes Wasser trinken, Kim. Muss ich wohl. Muss ja wohl. Boah, kommt jetzt die geile Sumpfszene? Ach du Scheiße, hier komme ich nie im Leben runter. Das ist doch der Hartra mit seinem gebrochenen. Na, oder? Das ist der Bach, jawohl. Bro, wir verdursten einfach jetzt, ne? Hast du das gewusst? Oha, was geht da ab? Ein Baumhaus gebaut. Nee, komm, wir gehen wieder hoch. Ja, du stürzt hier ab, ne? Guck mal, wie steil das hier ist. Wie willst du hier runterkommen? Klettern. Oh, das wird schön. Die alle zu sehen, die noch nie draußen waren. Wie kommen wir denn jetzt da runter? Kommst nie wieder hier hoch. Oh, wir haben doch keine andere Wahl. Wir brauchen trinken. Wir werfen gleich die Sachen runter, ne? Wasserfilter, haben die einen dabei? Ich weiß es nicht. Jetzt ist es erstmal schön schlammig. Das sieht man jetzt schon. Oh mein Gott! Das war die Szene? Ich hab mir die ganz anders vorgestellt. Er ist bis zu den Knien im Schlamm. Hä? Er hatte doch gar... Wasserfilter, haben die einen dabei? Ich weiß es nicht. Also, ich dachte, man sieht nicht, dass es matschig ist. Aber das sieht man ja übertrieben, oder? Holy fucking shit. Jetzt ist es erstmal schön schlammig. Das sieht man jetzt schon. Ich hab's gerade gesagt. Das erkennt... Oh, wow, also das erkennt man halt so doll. So doll. Ey, Leute, ich hab keine... Ich hab absolut... Null Outdoor-Erfahrung, irgendwie draußen zu bleiben, wirklich gar nicht. Aber im Alter von 9 bis 14 Jahren habe ich ganze Zeit nur draußen verbracht. 8 Stunden im Wald, im Moor, mit Freunden, an Flüssen. Wir waren die übertriebensten Kinder, die draußen gechillt haben. Mit 14 ging dann das Zocken los, da war ich dann nie wieder draußen. Aber dass das matschig ist, da wäre ich niemals reingesprungen. Ich habe es gerade gesagt. Das erkennt der Fischwirt natürlich sofort mit den Augen, dass das richtig schlammig ist. Was? Ich stecke hier fest. Ist das hier Treibsand? Ach. Treibsand ist geil. Du Scheiße. Fuck. Scheiße. Das sieht doch jeder. Ich will jetzt nicht schlecht machen, weil er, wie gesagt, er ist halt einfach nicht, kennt das da anscheinend nicht so drauf. Der dachte, der steht da und die Schuhe werden nicht nass. Das ist geil. Außen, aber das sieht doch jedes Kind vom Lande sieht, oh, okay, hier ist der Bach normalerweise so hoch. Das ist einfach Schlamm. Scheiße. Oh, tut mir leid. Das ist so geil, wie Otto das enjoyt. Gut, Füße sind zumindest mal gekühlt. Absolute Katastrophe passiert. Ich bin so tief im Schlamm fest. Seht ihr das? Meine Schuhe, meine Hose, meine Socken. Ich bin komplett am Arsch gerade. Wenigstens nicht verletzt, das stimmt. Wie wieder was? Aber gut was draus gelernt, das ist gut. Da lernt man direkt was mit. Wasser besorgen am Fluss immer schwierig. Wir mussten bei Nerd the Dirt Ultra aufpassen, weil da drumherum alles Eis war und man da hätte einbrechen können. Das wäre lebensbedrohlich gewesen. Aber auch hier in den Schlamm springen und dann sind Schuhe und Hose nass. Du hast ja nur ein paar Schuhe und eine Hose mit. Direkt, bevor der Shelter steht oder irgendwas, sich so seine Ausrüstung zu ruinieren, das würde uns brechen. Deswegen ist es jetzt passiert und das passiert nicht nochmal. Was gelernt, Mann. Oh, das der hat so viel XP mitgenommen. Der hat direkt 2-3 Level ist er aufgestiegen. Das ist super. Das ist das Beste, was ihm passieren hätte können. Einfach mal in den fucking Fluss reinspringen. Ich fahr richtig ab. Genau, deswegen machen wir Vorbereitungen. Ist ein guter Call. Einfach trocknen lassen, ne? Einfach ignorieren. Das andere Camp ist circa in die Richtung. Und das raiden wir gleich. Wir gehen nicht zu den Schnorren, sondern... Die haben anscheinend den Bach. Dann gehen wir da jetzt vorbei. Du kannst gehen. Ich bleib hier. Kommst nicht mit? Schere, Stein, Papier. Ob ich mitkomme.
Schere, Stein, Papier. Und komm mit. Wir haben alle Flaschen, man wird es auch erkennen, mit Flusswasser. Hier ist sogar, na, guck mal, hier ist sogar ein Blatt drin. Wie fühlst du dich von der Skala 1 bis 10? Boah, ich habe heute schon echt viele Emotionen durchgemacht, Chat. Also jetzt gerade geht's mir gut. Es geht wahrscheinlich alles viel einfacher. Im Theater sagt man, wenn die Generalprobe schief läuft, ist die Premiere gut. Okay, dann werde ich jetzt alle 5 Vorbereitungsstreams richtig ins Sand setzen. Genau, wer ist in dem anderen Camp? Ist da ein anderes Camp? Aber ich würde es halt gerne so machen, wie ich mir das vorstelle. Nehmen wir an, wir machen das bei Seven vs. Wild, was jeder macht. Dann skippt ihr 1,5 Stunden durch diese Folge durch und seht bei jedem den genau gleichen Ablauf. Ich finde, es ist wichtig, dass die Leute andere Sachen machen und andere Sachen... Dann, ja. Probieren, weil sonst einfach auch der Entertainment-Faktor wegfällt. Wahrscheinlich ist der Shelter von den Naturensöhnen einfacher und effektiver, aber es ist halt der Shelter von den Naturensöhnen. So, dann habt ihr zweimal die Naturensöhne da in dem Format drin. Das ist halt nicht, bin halt einfach nicht ich. Diese Gemüsebrühe hat mir Kraft... So ein Scheiß. Danach geht's doch ab. Matra möchte bei Minute 1 was anderes machen als die anderen Teams, aber die Reihenfolge ist immer gleich. Du musst scouten, dann besuchst du Wasser und dann fängst du an, den Shelter zu bauen für die erste Nacht, dass deine ganzen Materialien erstmal trocken bleiben. Aufgegeben für wie spät haben wir? Nochmal 19 Uhr jetzt fast? Ich denke, ich kann jetzt noch so 3 Stunden durchhasseln und dann war's das für den Tag, glaube ich. Jetzt wollen wir kurz ein bisschen Wasser drauf tun, um zu schauen, ob sich Pfützen bilden, die reißen könnten. Es regnet, Hilfe. Ja, es sammelt sich da unten leicht, ne? Oh. Ja, ich glaube eher Wind ist ein Thema oder wenn was drauf fällt. Ja. Also ja, das ist eine Folie. Ich würde es echt versuchen mit Naturmaterialien. Die haben ja Zeit zu zweit. Die Einstellung muss ich Romatra ausreden. Selbst wenn wir alle an der gleichen Location wären, alle den gleichen Shelter bauen, alle den gleichen Tagesablauf hätten, theoretisch, ist das trotzdem noch so eine unfassbar verschiedene Content von den verschiedenen Duos. Davon muss ich Romatra verabschieden, da so was unglaublich Individuelles zu machen. Das ist nicht gut. Da muss ich noch mit ihm reden. Das ist Wumpe. Weit. Jetzt hat man im Hintergrund natürlich ganz viel fahren. Oder irgendwo eine Folie nehmen, die ein bisschen elastischer ist. Wüsste ich auch noch nicht ganz genau. Oh, es regnet schon wieder. Oh. Ja, jetzt müssen wir wieder Wasser holen. Lieber 13 Tage Content, anstatt nach einem Tag abbrechen, ja. Wir haben hier eine Pfütze leicht, aber auch das ist abgelaufen hier. Also es hat sich hier eigentlich kein Wasser gesammelt, nein. Ist halt die Frage, wie es aussieht, wenn es stark regnet. Wasserdicht ist es. Wind. Also wenn es jetzt nur nieseln sollte und wir uns da runterstellen, denke ich, ist fein. Stopp. Aber er gibt nicht auf. Er macht und macht und macht. Die Frage ist halt, hält das 14 Tage? Okay, das ist entspannt auf jeden Fall. Wow, anstrengend schon wieder. Ja, guck mal, das ist jetzt mein Trabbabett. Ja. Das knackt, aber deswegen, selbst wenn es durchbricht, habe ich hier unten jetzt diese Sicherheit gebaut, dass es halt nicht so weit durchbricht. Nein! Ich habe mir jetzt Mücken erzogen, was ich gespannt. Es ist einfach unnötig, jetzt morgen mit einem Mückenstich aufzusteigen. Ich habe es vergessen, in die Tasche zu packen. Ich habe mir gerade von den Campern nebenan Antibrumm geholt. Ich mache jetzt erstmal mein Ding bequemer und dann können wir hier ein bisschen sauber machen einfach. Da muss ich aber noch viel Moos holen. Ne? Moos in deutschen Wäldern zu entnehmen, ja. Dann muss aber Wendy sehr viel mehr holen noch. Keine Moossammlung. Ist das wenig. Habt ihr bei den Naturensöhnen gesehen und die hatten ja nur eine Seite bemoost und die hatten einfach so ein Volumen von 150 Litern oder so Moos geholt? Ja, Chat schreibt gerade, die Folie, mit der man Paletten packt, ist doch relativ dünn und zäh, sollte taugen. Yes, kenne ich mich damit aus, ich stretche ja da mal ab und zu Paletten. Die ist super, weil die auch ein bisschen elastisch ist, mehr lage ich davon, dann hält die wirklich was aus. Es ist halt nur die Frage, wie kriege ich da das... So viel in die Flasche, dass es ausreicht, aber die Flasche nicht komplett gefüllt ist. Also es sieht schon okay aus, ne? Wirklich. Dafür, dass er es sonst nicht macht, auf muss jeden ich Fall. Sagen, Erfindungsreichtum. Fürs erste Mal und alleine, also finde ich sehr, sehr gut. Und alles, ist nicht schlecht. Und wie viel er schon in diesem Video gelernt hat, wenn er das jetzt nochmal bauen würde, wäre er über eine Stunde schneller. Sag, wenn ich die Augen zumache, bin ich in 10 Minuten weg. Einfach so. Ja, Chad, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin jetzt eigentlich fertig, ich setze mich da jetzt nochmal drauf. Wir haben den Shelter gebaut. Ich bin sehr zufrieden mit den Konstruktionen, die ich zum ersten Mal ausprobiert habe. Das ist wirklich. Und er war halt auch alleine, ne? Wirklich bombenfest hier, das ist geil. Keine Ahnung, wie ich den Scheiß hier bewerten würde. Ich habe ihn, glaube ich, nicht so gut aufgespannt, wie man ihn aufspannen kann. Potenziell wack, muss ich überlegen. Bett gebaut, Dach gebaut. Also insgesamt bin ich sehr, 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 sehr happy mit dem Tag. Und ich bin halt richtig am Arsch. Ich bin richtig am Ende. Ha, ha, ha.
Ich habe geschlafen wie ein Stück Scheiße. Richtig, richtig, richtig Scheiße. Also ich habe immer noch extrem Bock. Es ist nicht so, dass es mir jetzt irgendwie den Spaß genommen hat. Ja, ich habe nicht genug Moos drauf gemacht. Ich habe nicht genug Reisig und nicht genug Moos drauf. Alter, der wird ja einen Schlafsack dabei gehabt, oder? Macht einfach dumm. Ich habe zu wenig, der eine Stock ist gebrochen, weil Kim fett ist. Das Sidekick von Romato würde da nicht reingehen. Ich bin, glaube ich, ein bisschen größer als er, also. Ich setze mich da nur hin, okay, für euch. Ich wiege auch nicht so viel wie Wieland, glaube ich. Und... Ey, er hat sich mit so viel Kraft hingesetzt. Oh mein Gott! Wir haben circa 6 Stunden geschlafen, immer on und off. Das Problem ist, wir sind hier auf dem Samstag gewesen. Das heißt, da hinten lief Skaterboy und Angels von Robbie Williams bis 2 Uhr nachts. Das hat mich auf wach gehalten. Keine Ahnung, dann waren noch Eulen am Start. Also es war zum ersten Mal, dass ich draußen geschlafen habe. Und ich fand es teilweise sehr, sehr scary. Also ich hatte teilweise ein sehr mulmiges Gefühl, weil ab und zu hat dann irgendwas geknackst oder... Er hat in Deutschland schon Angst. Mulmiges Gefühl. Heilige Scheiße, was ist erst, wenn wir in einem Gebiet sind, wo es Pumas und Bären gibt und Vielfraße und alles. Er war aber auch alleine. Wow, wow, wow. Da kann er echt Schlafstörungen kriegen, wenn er sich da zu viel Gedanken macht. Ich meine, das ist jetzt ein Gebiet, wo es keine Raubtiere gibt, die uns töten können. Da irgendwie haben sich so Stöcker bewegt oder ein Hund hat gebellt. Da bin ich gespannt. In Kanada oder Alaska? Ja, in Deutschland knackst halt vielleicht mal ein Wildschwein oder so, aber wenn da man denkt so, knack, richtig laut. Geld oder so. Arschritze habe ich geschlafen, war viel zu hart, viel zu wenig Moos. Dann ist hier noch komplett ein dicker Amt durchgebrochen. Ich habe nur noch 3 Äste gehabt. Morgen. Morgen. Morgen, Chef. Also ich war jetzt eigentlich so mit deiner Leistung fürs erste Mal relativ zufrieden. Ich denke, das ist, was wir selbst gemerkt haben, ne? Learning by doing. Ja. Mann, also jetzt auch ob... Falls wir das nicht schaffen sollten, erste Nacht ein Trapperbett, ich weiß nicht, ich meine... Also wenn es da wirklich tagsüber 15, 20 Grad ist und abends geht das bis 5 Grad runter. Wir haben für die erste Nacht nur eine Schicht Moos, wenn das trocken ist, und dann einen Schlafsack drüber. Dann sind da halt irgendwie 8 Grad oder so, ne? Dann würde ich fast auf den Boden pennen oder das zumindest in Erwägung ziehen. Kommt drauf an, echt wie kalt es ist. Weil das zieht ja Schlaf des Todes. Noch... Also ich bin ja noch viel breiter als Romatra und schwerer. Aber mal gucken, wir üben ein paar Mal. Mal gucken, was wir für ein Trapperbett vor der ersten Nacht hinbekommen. Komplett ein dicker Arm durchgebrochen. Ich habe nur noch 3 Äste gehabt. Morgen. Morgen. Morgen, Chef. Also ich war jetzt eigentlich so mit deiner Leistung fürs erste Mal relativ zufrieden. Ich denke, das ist, was wir selbst gemerkt haben, ne? Learning by doing. Ja. Mann, also... Wenn es natürlich regnet und der Boden nass ist, geht das nicht. Aber wenn es trocken ist und abends sind 10 Grad, Schicht Moos und ein Schlafsack. Ist auch optisch gesehen, macht das doch schon mal was her, ne? Das, was ich dir mit den Steinen erklärt. Ja, oder diese Blätter da oder Tannenzweige oder sowas. Für eine Nacht geht das. Ja. Hast du nichts gemacht? Das habe ich nicht ganz verstanden sowieso. Das ist... Du hast hier so viele fette Steine liegen. Ja, genau. Wenn sowas jetzt rutscht. Ja. Leg da einfach ein Stein schön das davor. Das dann? Ja, klar. Das ist ja Gewicht. Weil das sieht irgendwie so locker aus, wenn die dann nur so liegen. Ja, du musst jetzt ein paar mehr dahin tun. Ach so, okay. Also. Ja, ja. Aber dieses Ding nehmen und das da so drauf simulieren. Oh nein. Besseres hält oder hält es nicht? Was sind eure Calls? Hält das oder hält das nicht? Das hält nicht. Wenn es spitz ist, reißt das. Also ich würde sagen, die Folie an sich würde es wahrscheinlich halten. Ja. Ich weiß nur nicht so recht, genau, ob die Laschen das aus dem Panzertape halten. Versuch's einfach mal, dass er jetzt drin gepennt. 3, 2, 1, raus. Gerissen, ja. Die sind ja eigentlich nur dafür da, dass du dich dann halt wirklich eindeckst damit, ne? Und jetzt ist eine Tafel. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ast da drauf fällt? Hätten wir jetzt aber da überall Stöcker, dann Moos und dann das Ding drüber, dann wäre es, glaube ich, nicht gerissen, ne? Notlösung. Das stimmt. Die Rettungsdecke, wenn die an einer Stelle mal reißt, dann reißt die komplett durch. Ne, genau. Das stimmt. Ja, wir haben es geschafft. Wir waren jetzt 24 Stunden nur mit den Sachen aus der Flasche unterwegs. Also klar, wir haben uns Anti-Mückenspray ausgeliehen. Nur ich gegen die Wildnis hier. Hat mir super viel Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Freue ich mich drüber, freut sich mein Cutter drüber. Und wenn ihr Tipps habt, schreibt die mir gerne über Instagram, Twitter oder in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr geiles Video. Das war die Reaction von Otto. Ich freue mich so sehr, das mit Romatra gemeinsam zu machen. Ne? Wir machen da noch richtig viel Action. Er hat sich besser angestellt, als viele vermutet hatten. Er hat aber auch viel gelernt, was auch sehr geil ist. Ich habe ultra Bock. Ich habe ultra Bock, das auch zu machen. Ganz doll habe ich jetzt Bock darauf. Heilige Scheiße.